So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Omega Rubin Wanda Wedlock Challenge. Oh yeah, im letzten Part wollten wir eigentlich in die Pokémon-Liga gehen, doch dann, haben wir eine kleine Überraschung erlebt. Irgendjemand möchte wohl scheinbar nicht, dass wir in die Liga gehen, aber dafür sammeln wir jetzt diesen Megastein ein. Hey, den ich beim letzten Mal gekonnt übersehen habe, wie immer, ist ja auch irgendwie so ein Theme, ich übersehe ja gerne mal einen Megastein hier in diesem LP offensichtlich. Gut, es soll Hinweise in Flossbrunn geben, ich habe ja schon so eine Ahnung, Deswegen gehen wir aber noch nicht direkt nach Flossbrunn. Nämlich erstmal geht's nach Segrasulp City. Denn wir müssen leider erstmal wieder Kaskade entfernen von unserer lieben Clara, um wieder Taucher beizubringen. Ja, also für den Hewi-Ewi ist hin und her geswitcht. Ein Glück, dass dieser Attackenvergessenstyp hier, wie heißt er eigentlich, der Attackenverlerner, dass der sich immer an nichts erinnert, nicht mal an seinen eigenen Namen. Beziehungsweise er erinnert sich dran, aber er braucht eine Weile. Sonst wird er sich wundern, warum wir immer wieder mit demselben Pokémon hinkommen und immer wieder Kaskade oder Taucher vergessen lassen. Nee. Weil vor der Liga werde ich selbstverständlich Taucher dann wieder entfernen. Ich habe nicht vor, mit einer Attacke wie Taucher in die Pokémon-Liga zu gehen. Bitte. Aber bitte. Jo, was machen wir jetzt? Wir bringen Clara Taucher bei. Bim, bim. Eine Attacke beibringen, jawohl. Das ist Taucher. Gut, wir schwimmen jetzt nochmal. Wir fliegen jetzt nochmal nach Flussbrunn. Ab nach Flussbrunn. Aber, wobei ich könnte natürlich auch direkt auf die Route fliegen an sich, wo ich hin möchte. Aber das machen wir nicht, denn ich muss nochmal kurz ins Pokémon-Center. Ich habe nämlich eine Kleinigkeit besorgt, liebe Leute. Die wird natürlich außerhalb der Regeln betrachtet. Insofern, also ich nehme diese Regel, ich nehme diese Pokémon natürlich in keiner Weise irgendwie mit. Aber ich brauche diese Pokémon, um ein gewisses Event freizuschalten. Deswegen habe ich mir... Moment. Ihr könnt das eventuell schon ahnen. Relikant und Vylord besorgt. Eventuell kommt ihr euch bekannt vor. Die sind nämlich aus meinem Alpha Saphir LP damals. So, das heißt, ich muss ganz kurz Platz machen. Wobei, die beiden müssen da bleiben. Auch dann macht ihr kurz Platz. Na, bevor jetzt jemand sagt, boah, das darfst du nicht. Im Regelwerk habe ich geschrieben, wenn ich etwas tun muss und dafür kein passendes Pokémon im Team habe, darf ich sie temporär aus dem Team nehmen. Ne? Also ist alles abgesichert, Leute. Alles abgesichert im Regelwerk. Bevor mir jemand ans Bein pinkeln möchte. Okay, die beiden Pokémon brauche ich, denn ich habe so das Gefühl, wie gesagt, schon vorhin zu wissen, wo uns unser nächstes Ziel hintreiben wird. Treiben ist da auch eine ziemlich gute Beschreibung für, weil hier Route 132, so we meet again. Ich hoffe, jetzt bin ich nicht schon falsch geschwommen. Ich hoffe, Route 132, 133 und 34 natürlich, wenn man es ganz genau nimmt. Falls es jetzt 33 ist, dann müsste es eigentlich sein, ne? Ja. Route 133. Sieht gut aus und da schreibt mich schon wieder ein Amamola an, ein Mamolida. Wieder jetzt hier, okay. Pass auf, kommt irgendein Trainer, gegen den wir nicht gekämpft haben. Das wäre ja ulkig, nicht wahr? Niemals Surfer benutzen. Wir kommen näher. Unser geheimer Informant hat uns die passenden Informationen zugesandt. Ja, das müsste eigentlich... Jawohl. Müsste eigentlich jetzt perfekt genau richtig sein hier. Ah, ja, hier waren wir ja schon mal vor einer Weile, Leute. Aber zu welchen Gründen wollte ich da nicht reingehen. Keine Ahnung, warum. Plopp. Und ab nach unten. Dann schauen wir nochmal. Wir sind noch nie rumgetaucht, tatsächlich. Ich glaube, Trainer gibt es hier keine, aber hier gibt es auf jeden Fall schon mal eine unterirdische Höhle. Ich hätte ja Panik, dass mir irgendwann die Luft ausgeht, aber das scheint uns relativ egal zu sein. Ist er sich verstrickt? Und was haben wir denn da? Eine geheime Inschrift, Leute. Dann schon mal auftauchen hier mit Clara. Dankeschön, dass du uns hier hingebracht hast. Ach, die Siegelkammer. Die Siegelkammer. Ja, das klingt doch nach genau dem, nach dem wir gesucht haben. In der Breitschrift. Ich kann leider keine Breitschrift auswendig, aber ich glaube, das sind auch nur die ganze, das ist nur das ganze Alphabet, was hier steht. Ich glaube, wenn ich mich jetzt recht entsinne, war das Schaufler? Fragezeichen. Also Term Schaufler haben wir ja zum Glück. Das ist ja kein Ding. Upsala. So, genau. Einmal da. Dann wollen wir mal Sophie Schaufler beibringen. Gut, dass ich sie nicht aus dem Team genommen habe.
für Erdbeben können wir eh gleich wieder beibringen. Können wir eh gleich wieder beibringen. Wir sind in einer ganz heißen Sache auf der Spur, Leute. Einfach mal den Schaufler benutzen. Sehr schön, Schaufler. Schaufel genau hier. Boom, und schlag ein Loch in die Wand. Good job, Sophie. Hervorragend. So, sind wir jetzt ein weiterer Raum in der Siegelkammer. Vergessene Ruinen. Das sieht so episch aus in Omega Rubin Alpha Saphir. Sehe ich gerade mal wieder. Mysterious. Das war das geil, damals diesen Ort hier entdecken zu können. Als es in Rubin und Saphir. Was war das, Schnieke? Okay, so und jetzt Relikant an die erste Stelle. Bylord an die letzte Stelle. Warum auch immer, aber fragt nicht. Es ist einfach so. Relikant zuerst, Bylord zuletzt. Ungefähr das müsste da stehen. Es hört sich an, als würden irgendwo weit weg Türen geöffnet werden. Also wenn man das... Ich will nicht wissen, wie laut das für diejenigen gewesen sein muss, die direkt in der Nähe standen, wenn man das bis hierhin gehört hat. Aber wir haben einen versteckten Mechanismus getriggert und haben jetzt drei ganz besonderen Gestalten, nennen wir es mal, einen Besuch abzustatten. Wow, du kommst, Hauptsache, da kommt ein wildes Tentacher. Wow. Okay, hi, Tentacher. Aber, nope. Jetzt genau draufgeschwommen am besten. Na gut, das heißt, manche Pokémon kennen diesen Ort hier. Ach, guck mal, jetzt tauchen wir mit Relikant. Das heißt, hätte Clara das gar nicht beibringen müssen. Dadam, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Naja, egal. Jedenfalls, wir schwimmen wieder zurück. Und dann werden wir nach und nach die Stationen abgrasen, die wir da im Kopf haben. Sonnenlicht scheint von der Oberfläche. Ich muss nur, darf nicht vergessen, jetzt wieder Erdbeben beizubringen für Sophie. Weil Schaufler, schön und gut, ja. Für den Anfang vielleicht ganz nett und relativ stark sogar davon, dass man zu früh bekommt, aber nichts, was wir so wirklich benötigen. So, Sophie, dann bitte einmal wieder den Schaufler, weg damit. Weg damit! 1, 2 und schwupp, da ist wieder Erdbeben. Dann müssen wir natürlich jetzt schon wieder zum Attackenhelfer gehen, aber ich glaube, das bringt uns nichts. Also, die Attacke, die wir dafür lernen würden, ich mache das später. So, wir gehen erstmal nach Blütenburg City. Anhand des Anhaltspunktes, den wir erhalten haben. Die perfekte Anlaufstelle. So, ich muss mich ins Pokémon Center und natürlich jetzt erstmal wieder Relikant und Vylord aus dem Team entfernen. Für den Fall, dass irgendwas passiert mit unserem Team, ist es natürlich jetzt auch nicht erlaubt, Vylord und Relikant zu benutzen, weil, wie bereits gesagt, das sind spezielle Fälle. So, jetzt erstmal wieder die Paarordnung herstellen in unserer Gruppe. Ich mag das nicht, wenn die Paare nicht nebeneinander stehen. Das mag ich leider gar nicht. Blum, so. Alles gut. Alles wunderschön. Mal aufs Fahrrad steigen. Ich könnte eigentlich auch hinfliegen. Ja, wobei ich stehe jetzt eh direkt hier. Ich stehe direkt hier vor, also kann ich auch einfach hier hingehen und Surfer benutzen. Spart jetzt nur ein bisschen Zeit. Ne? Ich muss mal wieder die ganzen Schutze aktivieren, fällt mir gerade vor allem auf. Ich dann doch nicht irgendwie von irgendwelchen Pokémon noch angesprungen werde, während meiner wichtigen Mission. Wir dürfen noch nicht aufgehalten werden, wenn wir kurz davor sind, die Pokémon-Liga zu besuchen. Und die Träume unserer Team-Pokémon zu erfüllen. Beziehungsweise, dass sie sich ihre Wünsche und Träume erfüllen können. Lass mich schon. Ihr erinnert euch eventuell, hier waren wir schon mal, einst vor langer, langer Zeit, und haben wir diesen überhaupt nicht verdächtig aussehenden Stein gefunden, der da hinten auf dieser kleinen Insel steht. Und suddenly, oh yeah, ist hier ein kleiner Gang. Ein bisschen Schnee und wieder die gleiche Musik wie eben und wieder eine Notiz. Warte, bis die Zeit zweimal herum ist. Oder so, ähnlich müsste es da stehen. Und genau das müssen wir jetzt tun, Leute. Wir müssen einfach hier stehen und uns in Geduld üben. Hoppla. Musste niesen. Auf einmal war da ein Loch in der Wand, Leute. Ja, Geduld zahlt sich eben aus und schon sind wir hier an einem Ort, wieder einer weiteren Hinterkammer der Hinterkammer, und dort steht jemand. So, ich denke, Rose ist hier eine ganz gute Entscheidung, um das Problem anzugehen, so nennen wir es mal. Hallo.
unter ihrem Herzen aus Eis litten, Unzählige. Ein Regicer scheint. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen die besiegen. Schlüsselwächter, uns kannst du nicht täuschen. Der erste der Schlüsselwächter, Leute, hier ist er. Und Steigerung sieben wir ihn kaputt. Ich weiß zwar, ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß zwar, dass er Fluch kann. Und ich merke gerade, das ist irgendwie ganz schön traurig, dass es schneller ist, trotzdem. Ich meine, wie kann das, das Ding ist doch nicht agil. Aber gut. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen eine kleine Nullrunde, wenn wir immer unseren Angriff steigern und er seine Verteidigung wird. Aber das soll er ruhig machen, das ist in Ordnung. Zack, okay, wir haben den Speed-Tie offensichtlich. Wobei, er hat gerade sein Innen gesenkt. Wir haben gerade sein Innen gesenkt, alles gut. Alles gut, Leute. Dampfwalze, mach das ruhig. Du hast uns nichts entgegenzusetzen. Wir haben nicht umsonst zu hart trainiert. Nicht umsonst, glaube mir. Antikraft, auch das noch. Aber das, ja, macht auch keinen Schaden. Das ist ja speziell. Rose, steckt das weg für Kaito. Und das war's. Die Füße rufen nach euch. Der Scheiß ist irgendwohin verschwunden. So, Leute. Den Hinweis entsprechend folgend geht es. Werden wir als nächstes in die Wüste geschickt. Literally. Na gut, dann machen wir das. Steigen wir erstmal auf auf den guten Kyung, meine ich natürlich. Und wir müssen direkt dahin. Ich wollte gerade schon wieder zur Stadt fliegen, aber ich kann ja auf die Route. Wobei, warte mal, ich bin gerade zu dem Haus der Siegers geflogen, habe ich das richtig gesehen. Stand da nämlich gerade oben. Das wäre ein bisschen blöd, weil ich habe keinen Zertrümmerer mehr im Team und will jetzt bestimmt nicht deswegen nochmal mir Zertrümmerer beibringen. Aber nein. Ich wurde. Oder? Warte, hier müsste die Wüste sein, ne? Jawohl. Jawohl, ja. Sehr schön. Okay. Und was finden wir da? Was finden wir da? Ein Ort, an dem wir auch schon waren vor. Das ist aber schon Ewigkeiten, ja, wirklich sehr, sehr lange. Die Wüstenruine. Und auch hier steht wieder eine mysteriöse Nachricht. Ich habe das Gefühl, dort steht. Moment. 1, 2 mal 2. Keine genau Ahnung, wie der genaue Wortlaut war, aber das müsste der Ort sein. Los, Sophie, brich wieder die Wand auf. Sophie, einfach mit dem Kopf durch die Wand. Vorhin bei den Ruinen jetzt schon wieder. Sie zerschmetterte einfach alles. Und da müsste, wenn ich mich nicht täusche, der zweite Schlüsselwächter sein. Da ist Clara diejenige, die dich bekämpfen wird mit all ihrer Macht. Mit ihrem Herzen aus Stein verfahren sie skrupellos. Okay, Ragey Rock erscheint, sehr schön. Gut, Clara, gib alles, kämpfe für Juan und den Rest des Teams natürlich auch. Mit dem Surfer sollte auf jeden Fall guten Schaden machen, da die spezielle Verteidigung nicht so hoch ist wie die physische. Boah, nicht K.O. Genau so. Das Gebirge ruft nach euch. Ragey Rock ist irgendwohin verschwunden. Und erneut wollen wir einfach mal hoffen, dass wir hier das Richtige tun. Und der letzte Hinweis führt uns wieder an einen Ort, den wir ebenfalls einst besuchten. Meine Güte, man könnte meinen, wir hätten alle Orte dieser Region besucht. Naja, eigentlich ist es nicht wirklich so. Wir haben nicht alle Orte besucht. Ein paar Orte haben wir nicht abgegrast. Schon wieder. Ich wollte es schon wieder tun, Leute. Ich kann es nicht lassen. Ich kann es einfach nicht lassen. Ich denke mir immer so, oh ja, fliegen, Stadt, bla bla bla. Ist ja alles schön und gut, aber muss jetzt nicht sein, ne? Mein Gott, wie schön wird das sein, wenn man wirklich irgendwann in Zukunft nicht mehr fliegen braucht. Ich hoffe, das wird in Sonne und Mond nicht abgeschafft. Sowas ähnliches wie die Eonflöte mit Latias und Latios. Wobei, bestimmt wäre das ein einmaliges Feature, weil das macht. Hat Game Freak gesagt, dass sie das gerne mal tun. Eben damit verschiedene Editionen einzigartige Dinge haben. Wäre aber schön, weil dann braucht man Fliegen nicht mehr. Weil Fliegen auch noch für Playthroughs, Fliegen als Attacke auch noch. Das ist ganz in Ordnung, muss ich mal sagen. Das ist. Gibt Besseres, aber. Naja, es ist soweit doch ganz okay. Gut, hier wieder versteckt irgendwo im hintersten Eck. Bam, haben wir die nächste Ruine, das Grabmal. Wow, und das sieht heftigst aus hier. Und da steht irgendwas mit der Himmelsmitte, mit anderen Worten. Schon in die Mitte, ich weiß nicht, ob das die Mitte ist. Vielleicht ein bisschen tiefer noch. Nein, lässt sich hier leider nicht einsetzen. Dann ist das die Mitte. Also irgendwas mit der Himmelsmitte ist es und dann einfach fliegen, jawohl. Q
Jung, sehr schön. Diesmal bretterst du die Wand auf. Und ich glaube nicht nur, dass du die Wand aufbrettern darfst. Nein, ich glaube auch, dass du unseren nächsten Gegner umbrettern darfst. Dort steht er, Leute. Dort steht er. Kyung, hau rein. Zeig, was du drauf hast. Eure Herzen aus Stahl sind es, was sie am meisten fürchten. Und da ist er, der letzte der drei Schlüsselwächter, Registeel. So, auch wenn er ein Stahl-Pokémon ist und ich mir jetzt quasi eine Stahlschwäche gebe, aber das ist egal, er kann sowieso keine Stahlattacken, er kann nur Antikraft zum Angreifen. Und das ist natürlich nicht so gefährlich jetzt hier. Wir attackieren, denn erneut, wir sind bestens vorbereitet, Leute, bestens. Niemand ist dazu in der Lage, uns das noch aufzuhalten jetzt hier. Nicht so kurz vorm Ziel, nicht hier und nicht heute. Und auch kein anderen Mal. Flammenwurf, Kyung! Wird aber überleben, ja genau. Amnesie, uiuiui, hoffen wir mal. Ja, sollte aber trotzdem eigentlich ausreichen, der nächste Flammenwurf. Würde mich doch stark wundern, wenn dem nicht so wäre. Am Ende wartet er. Er löst uns. Registeel ist irgendwohin verschwunden. Okay, Leute. So, dann schauen wir doch mal und hoffen, dass wir der, beziehungsweise dass Juan da den richtigen Riecher hatte und alles irgendwie in einem Zusammenhang steht. Wobei das eigentlich wäre das gar nicht so cool, wenn das im Zusammenhang steht, weil, ne, Pokémon Liga und diese besagte Organisation. Fliegen wir zurück zur Liga und schauen, ob wir nun hindurchgelassen werden. So, zurück. Da sind wir wieder, Leute, nach einem kleinen Exkurs. Es ging ja relativ fix tatsächlich, Heureka. Und wie das relativ fix ging. Schutz wirklich mehr? Nein, jetzt müssen wir aber auch nicht aktivieren. Wir heilen nochmal eben unser Team. Dim, dam, da, da, dam. Und schauen mal. Auf jeden Fall sind wir schon mal beiseite gegangen. Was habt ihr jetzt noch zu sagen? Was habt ihr jetzt noch zu sagen? Okay, Leute. Ich glaube, damit hat sich alles bestätigt. Der Boss besagter Organisation muss irgendwo hier in der Pokémon-Liga sein und früher oder später werden wir ihn finden. Aber das war's erstmal für heute mit Pokémon Omega Rubin Wanda Wedlock Challenge. Beim nächsten Mal sind wir perfekt vorbereitet, eventuell noch ein paar Attacken ausgetauscht und so weiter und so fort. Ihr werdet sehen, trainieren muss ich eigentlich nicht mehr wirklich. Wir sind vom Level her ziemlich gut dabei. Und ja, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.